Willkommen zurück zu einer neuen lustigen Folge Biomutant. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz lustig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die lustigen Menschen, die das letzte Video mit einer spaßigen Bewertung unterstützt haben. Wow, hier gibt es schrottigen Metallschrott. Wollt ihr ein bisschen was gewinnen? Ja, dann lasst einfach nur eine Bewertung da und schreibt einen Kommentar mit eurem Discord-Namen. Geht ganz easy, geht ganz schnell, versprochen. Denn ihr könnt dieses Spiel hier für den PC, die PlayStation oder für die Xbox gewinnen. Ihr habt die freie Wahl und wir gehen mal ganz kurz hier zum Kreuzweg. Denn Kreuzweg gibt eigentlich immer sehr, sehr epischen, legendären Loot. Ah, gehen wir hier ran. So, nach oben. Ich würde sagen, heute machen wir mal die Stammeskriege fertig. Ich hoffe, es lohnt sich, dass wir das jetzt mal in der Folge durchziehen. Kann man hier rein? Nee, leider nicht. So, jetzt bin ich hier oben. Und von hier oben kann ich rein gar nichts machen. Das ist doch wunderbar. Also, dann springe ich hier mal runter. Moment, hier ist noch ein Auto. Bams. Sack das ein. Sack das ein. Telefonzelle, wo ich auch nicht so genau weiß, was sie bringt. Dreh den Griff des Kontrollkastens, damit das Kabel summt. Nur noch ein paar Versuche. Mach alles easy. Falsch. Ich mach nichts falsch. Jetzt beruhig dich mal. Verkabelt und einsatzbereit. Siehst super aus. Warum hat man dann ganz kurz andere Klamotten an? Jetzt siehst du anständig aus. Okay, ich habe besseres. Sattelpolster. Oh, ich habe auch was Besseres. Der Strickmütze habe ich auch was Besseres. Ach, das sind die Hosen, die wir da rausziehen. Das ziehen wir mal an. Da habe ich definitiv was Besseres. Aber die Armeehosen sind ganz fesch. Jeder Tag bietet dir eine neue Chance, dein Schicksal zu erfüllen. So, hier ist noch ein bisschen was drin. Alles klar, Friendos. Ich kann keine Scheibe einschlagen, ne? Ich bin zwar voll die Maschine, aber nicht, wenn es um eine simple Glasscheibe geht. Dann nicht. Jetzt mal ganz ruhig, Junge. Eine Glasscheibe? Jetzt dreh mal nicht durch. Eine Straflagerjacke. So einen Strahlenzünder aus der Damalszeit findet man nicht jeden Tag. Das ist ein Apparat, der Lichtstrahlen aussendet. Hoffentlich funktioniert er noch. Die Steuerung muss wohl erst wieder in Ordnung gebracht werden, damit der Mechanismus funktioniert. Exzellent, wie erhellend. Okay, warum muss ich jedes Mal dieses nervige Minispiel machen? Es geht nicht ohne. Oh, eine Bomberjacke. Meinst du aber trotzdem besser? Deutlich besser. Da hat drauf Mütze. Noch eine Kiste und coole Hosen, enge Hosen, Tight Pants, gibt mir Key-Energie. Ein sonderbarer Gegenstand. So, kann ich hier noch irgendwo weiter hoch oder ist hier schon wieder Ende im Gelände? Wie komme ich denn dann darüber? Wo ist denn dann die Verbindung nach drüben? Ach doch, da wäre ein Seil gewesen. Die Frage ist nur, wie komme ich ans Seil ran? Warte, wenn ich hier bin, kann ich hier hin? Kann ich hier hin? Kann ich hier so außen rum? Bringt mir gar nichts. Wie zum Geier soll ich denn bitte schön an das Seil rankommen? Ich meine, ich kann ja nicht klettern. Ah doch, ich kann klettern. Was okay, ich nehme alles zurück. Wie viele solcher Tage die Welt noch hat? Keine Ahnung, ich erforsche wichtige Dinge. Die Welt geht unter, weil der Mann forscht. Kann ich darauf? Yo. Ist das der offizielle Weg? Fühlt sich irgendwie nicht an wie ein offizieller Weg. Ausgezeichnete Balance. Dankeschön. Es hat gerade genug Spannung. Jetzt kann ich hier hin. Und da hoch und da finden wir noch besonderen Loot. Okay, nehme ich mit. Oh, was ist das denn? Ein schicker Schutz für dein Hirn. Jetzt sehe ich aber wundervoll dämlich aus.
Gut, jetzt muss ich nur noch wissen, wie man zu dem anderen Ding kommt. Kann man hier irgendwo rein? Ach, hier hätte ich hochklettern können. Alles klar. Okay, war garantiert kein offizieller Weg. Aber hey, Weg ist Weg. Loot ist Loot. Ich will mich nicht beschweren. Da ersticke ich schon an meinem ganzen Loot. Okay, ich gehe nochmal hier mit euch schnell rein. Ich finde ja wirklich irgendwas legendär Geiles. Man weiß es halt nie. Aber wir sind schon sehr strong unterwegs. Und, bist du was Besonderes? Nicht besonders genug. Legendär ist dieses Rotglühende. Ach komm schon. Irgendwas richtig Dickes jetzt noch. Wenigstens gehst du nicht mit leeren Händen davon. Geh ich eh nie. Wenn du den ganzen Kram hier wieder zerlegst, hast du so viele Materialien. Also die Totems sind... Hier geht es nur um dich. Ob du triumphierst oder scheiterst, liegt bei dir. Was ist das denn hier? Die Totems sind fast schon unnötig. Okay. Neue Sachen. Vielleicht irgendwas, was wir an unser Flammenschwert tackern können. Möglicherweise. Aber höher geht's nicht mehr. Na gut, wir gehen jetzt mal zum Außenposten. Der hier ganz in der Nähe ist. Ja, es lag ja auf der Route. Hier mal reinzugehen. Ah, warte mal, hier drüben noch. Der Müll, haben wir den durchwühlt? Nee. Oh. Die sahen cool aus. Aber die Armeehosen finde ich auch ganz nice. Gut. Sehr schön. Da liegen Holzreste für dich. Was meine ich? Du bekommst dreimal Holz. Das ist halt wirklich nichts. Das ist einfach nichts. Du zerlegst irgendwas und hast 10-mal Holz. Hier gibt es eigentlich auch immer eine Tür. Na, hier drüben. Du sollst die Tür nicht streicheln, du sollst sie aufmachen, kleiner Mann. Boah, sieht auch ziemlich cool aus. Der Quirk-Quarp-Außenposten. Der Netra-Stamm hat ihn geformt. Und ich pinkel dagegen. Mal sehen. Sie haben ihn geformt, ich habe dagegen gepisst. Sagt, sie haben auf dich gewartet. Sie sind bereit, dem Außenposten Tod und Zerstörung zu bringen. Erhofft, dass du es wirklich bist. Ein Hochspringer-Team steht bereit, um bei der Eroberung des Außenpostens zu helfen. Aber ihr Bogenschießer ist defekt. Kennt niemanden, der so dumm wäre, auf die Unterstützung durch einen Bogenschießer zu verzichten. Ja, jetzt kennst du jemanden, und zwar mich. Bogenschießer, waren das die Dinger bei der Kreuzung? Mann, hätte ich das gewusst. Anscheinend ja. Reittier... Pip-Futter. Es ist bereits mehr als spät. Ja, alles easy, alles gut. Ach, das sind Gegner jetzt. Frisch gebraten. Alright. Voll auf die 12. Aber gegen mich haben die keine Chance. Weil ich ein göttliches Wesen bin. Aus der Unterwelt. Böse sein ist cool. Wie der Roboter halt... Ja, er macht ein bisschen Damage, aber wie es halt ein Witz ist. So, was muss ich hier machen? Schwing dich hoch und bring es in Ordnung. In Ordnung gebracht. Man möge mir irgendwann mal bitte ein anderes Minispiel geben. Was haben wir hier rüber? Der Gegner springt direkt in den Tod. Bei dir sieht das so einfach aus. Es ist auch einfach. Es ist einfach. So. Dieses Schwert, ne?
Muss jetzt auch noch sterben. Oh, Junge. Ich habe keinen Bock runterzufallen. Pow! Komm hier hin. Hier ist der inoffizielle Weg. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Kann ich jetzt ran? Okay, mir sind die eigentlich egal. Ich will nur hier hin. Oh, wer greift mich denn an? Wo? Immer noch der hier vorne oder was? Jetzt stirb doch einfach endlich. Dankeschön. Mann. Bist du ein nerviger Typ. Aber wenigstens bin ich bald wieder Level up. So, das alte Spiel. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts so falsch. So easy. So easy. Woher kommst du denn jetzt? Schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Gibst du mir ein Level up? Man kriegt, was man verdient. Knapp. Oh, nochmal hier hin. Moin. Na, Jungs. Was geht ab? Wow, mies. Aber Stufe 21. Aber mies. Aber Stufe 21. Okay. Adios. Tschüss. Bup. Ey, komm schon. Sehr gut, ich dachte. Nur noch ein paar Versuche. Ups. Mach bloß nichts falsch. Ich wollte spannend machen, damit hier auch mal ein bisschen Spannung alles reinkommt. Alles behoben. Die Bogenschießer bereiten bereits die Hochsprenger vor. Hoffentlich sind die Ziele ebenfalls repariert. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Alles klar, wir skippen die ganze Eroberung, weil ist eben nun mal so. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Den Satz habe ich noch nie gehört. Er sagt, deine Eroberung des Außenpostens war eine Glanzleistung. Du bist einen Schritt näher, den Stammeskrieg zu beenden. Schätzt, du weißt, wann du einen Lauf hast. Ich habe den Satz noch nie gehört. Ja, ich weiß, wann ich einen Lauf habe. Muchacho, kommen wir hier raus? Oh, Riesenfestung. Auch die Händler. Die lohnen sich halt wirklich null, weil die haben nie irgendwas, was du nicht auch irgendwo draußen im Dreck findest. Pass auf, dass du dich im Dunkeln nicht verirrst. Ja, so dunkel ist jetzt auch nicht. Der übertreibt wieder maßlos. Das soll ja ein Spiel sein anscheinend, das eher so ein bisschen an Kids gerichtet ist. Ich meine, du hast auf der einen Seite eine Babysprache und auf der anderen Seite hast du einen Erzähler, der dich in den Selbstmord treiben will. Das ist eine komische, sehr, sehr komische Mischung, die wir hier haben. Irgendeinen Helm. Quack, 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 quack. Was haben wir hier für einen Kiosk? Hier wird Meth gekocht. Kann man da rein und was Geiles finden? Nö. Einfach nur Schrott. Und wir holen mal das Reittier. Kann ich nicht. Ah, da bist du ja. Komm her, Bronco. Ja, feiner Bronco. Fein. Ein feiner bist du. Apropos fein. Ich
Ich könnte schon wieder leveln, wenn ich Bock hätte. Hier komme ich nicht weiter, weil Gift und Strahlung. Da kommst du erst durch, wenn du halt wirklich auf Maximum bist. Was nehme ich mir denn? Ein bisschen Stärke, damit mein Schwert noch mehr Damage du macht. Du Muskeltier. Du Muskeltier. Dankeschön. Aura, Mutation, Kräfte. Haben wir irgendwas Neues, Spannendes? 18 hell, 13 dunkel. Knisterball. Huh. Nee, ich glaube, ich spare ein bisschen. Ich will diesen hier, den Himmelsfunken. Obwohl, das sind wir noch eine Weile entfernt. Obwohl, sowas geht. Telekinese. Oh, das sieht auch witzig aus. Okay, wir sparen noch ein bisschen. Antibio. Da steckt da was rein. Aber ich muss halt auf 100% sein, damit ich da durchlaufen kann, sonst... Es bringt nichts. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht, Freunde. Guck mal, eine Motor-Station. Guck mal, eine Motor-Station. Tempo-Saft übrig ist. Tempo-Saft? Na, mögt ihr ein bisschen Schmodder? Achtung! Och, er greift mich. Und macht einen Hulk-Smash. Du hast schon bessere Tage gesehen. Na, komm mal rüber. Bam! Trifft mich trotzdem. Hey! Guter Schuss. Wow, 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 jetzt tut's weh. Das ist hier. Zack. Er ist fast tot. Oh, boah, da war ich zu gierig. Weil ich unbedingt Candy sparen will. Weil ich unbedingt mein Nasch-Nasch ein wenig sparen will. Ich will das Blocken auch in dem Spiel. Stell dir nur mal vor, du landest ganz unten am Fuß der Berge. Sau schwierig. Ganz unten am Fuß der Berge. Das wird ziemlich asozial, mein Freund. Wenn ich ganz, ganz unten landen würde. Na, guck mal, diesmal gehen wir von der anderen Seite mal rum. Obwohl, eigentlich würde ich schon ganz gerne die Bande bezwingen. Vielleicht haben die netten Loot. Flat. Der treibt hier immer wieder sein Unwesen. Okay, wir geiern mal nicht so auf die Heilung. Wir haben ja eigentlich mal eine Motorjü-Station. Ob im Safttank wohl noch Temposaft übrig ist? Also irgendwas ist explodiert, da war noch ein bisschen Temposaft. Bam. Komm schon, geht drauf. Weeps. Riesenweeps. Super effektiv. Super effektiv heißt das. Bam, bam, bam. Das macht halt gar kein Damage. Schaut es euch an. Was ist jetzt los? Ich würde eigentlich den hier machen. Bitteschön, hast du hier ein bisschen was? Achtung. Easy, easy. Wenn er alleine ist, keine Chance gegen mein Superschwert. Der wird ja so niedergebrutzelt. Ein Wudel. Gutes altes Wudel. So, was gibt's denn hier in der alten Tanke? Aha, Sarg. Oh, der ist cool. Alles klar, ich renne mit einem Sarg durch die Gegend. Das sieht doch ganz nett aus. Auf jeden Fall besser als der komische Rucksack. Der Stammesrucksack, den wir davor hatten. Das Ding hier gefällt mir deutlich mehr. Okay, wo muss ich hin? Ich muss ganz da oben irgendwo hin. Wie komme ich ganz da oben hin? Pferdchen! Du sitzt immer noch im Sattel, was wohl ein gutes Zeichen ist. Ja, ich bin ja auch eben gerade erst drauf, ne? Also, bleib mal lässig, Kollege. Okay, wie komme ich da hin?
Hier ist ein Tunnel. Hier geht's irgendwo hoch. Irgendwo hier drüben. Auch wenn der Tunnel ziemlich interessant war, beim nächsten Mal. Ach, jetzt habe ich hier wieder meinen Skillpunkt, den ich vergeben muss. Ich glaube, diesmal nehme ich vielleicht doch ein bisschen noch Intellekt. Nahkampfschaden, Intellekt. Weiser als zuvor. Diese Maske, ne? Diese merkwürdige Affenmaske. Das ist so verdammt cool. Schrott steht überall rum. Schrott und Flatt. Das ist überall. Und dieses Ding, was aus irgendeinem Grund... Ich glaube, das sind diese kleinen Viecher, die da unten rumwuseln. Was bringt es eigentlich, Haustiere zu haben? Habe ich auch nicht verstanden. Du kannst damit dein Dunkel und Hell ein wenig nach oben oder nach unten treiben, indem du sie ermordest. Aber sonst habe ich nicht verstanden, was die Funktion von so einem Haustier ist. Also das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht lese ich es noch, bevor ich es durchgespielt habe. Oink. Aber ja, bis jetzt erschließt sich mir das Ganze nicht so sehr. Pissen wir mal dagegen und machen den Sifu ein wenig lucky. Babems. Da ist der Herrscher über diesen Außenposten. Moin. Er hatte nicht mit einem Angriff auf seinen Außenposten gerechnet. Aber da du mit seinen Rivalen zusammenarbeitest, kann er es nachvollziehen. Danke, dass du es nachvollziehen kannst. Danke für dein Verständnis. Wenn es sein muss, wird er kämpfen. Er hat sich eine andere Lösung gewünscht. Doch ihm bleibt wohl keine Wahl. Nee, ich mach dich platt. Alter, wieder derselbe das ist Gegner? Ihre letzte Verteidigungslinie. Sobald das meine ich, da hätte ich mir einfach ein bisschen... Kapitulieren, ne? Sie. Wäre cool gewesen, wenn der Pyjama-Godzilla halt exklusiv wäre für den einen Clan, Tribe, Stamm, whatever. Und die anderen haben halt irgendwas anderes. King Kong. Wie ich da noch zwei Dudes hab, ne? Aber die total sinnlos sind. Weil sie gefühlt gar nichts machen, außer auf dem Eis rumrutschen. Babams. Ich könnte das wahrscheinlich nackt durchspielen. Und mit nackt meine ich nicht mich, ich bin so oder so nackt. Deinem Stamm. Sondern gar keine Ausrüstung. Mit Nacktfu. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Könnte ich das gewinnen? Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Danke, Kollege. Außenposten, Läden geöffnet. Der Mann mit dem Besen. Wird das je lernen? Jo, Chef. Stolz? Aber schön, dass sie jedes Mal vorbeikommt und die ganze Sache begutachtet. Er sagt, deine Eroberung des dritten gegnerischen Außenpostens war eine Glanzleistung. Jetzt sollte der Gegner so geschwächt sein, dass du seine Festung angreifen kannst. Sag, dass niemand gegen dich eine Chance haben wird. Aber natürlich, mit meinem Flammenschwert, da war doch gar nichts anderes zu erwarten, oder? Buddel, buddel, buddel. Vielleicht sogar mal was ganz Brauchbares. Nochmal hier rein buddeln. So, hier nochmal hin. Oh, wenn man schon hier ist, ein Rock. Kleines Tütü. Gut. Die Festung ist irgendwo da hinten. Das zeichnet auch so ein bisschen Family Kids Friendly aus, dass es keinen Fallschaden gibt. Ich glaube, ich kann hier runter und dann da hochreiten. So. Komm her. Lass es nicht stolpern. Bleib in Bewegung. Schönes Reittier. Schönes Reittier.
Dann hätten wir schon mal hier den Stammeskrieg erledigt. Hätten wir die Nummer eiskalt durchgezogen und gemeistert. Was geht ab? Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwas wieder aktivieren, irgendeine Kriegsmaschine retten oder sonst irgendwas. Sifu! Das ist der letzte Widerstand des Stammes. Erobere diese Festung, um ihn zu brechen. Der Stamm wird dann unter deiner Kontrolle sein. Er hofft, dass du es wirklich bist. Der Plan ist, dich mit einem Schleuderlupfer über die Mauer zu werfen. Allerdings rät er dir vorher, einen Schutzhelm zu besorgen, falls etwas schief geht. Erklärt, dass es eine Art Katapult ist, das mit einem langen Wurfarm ein Projektil oder in deinem Fall jemand Mutiges mit einem gut geschützten Kopf verschießt. Okay. Okay. Also das ist also wirklich. Das ist enttäuschend. Tut mir leid. Och nö, muss ich jetzt ganz da runter? Kein Fallschaden ist sowas Angenehmes. Stell dir mal vor, ich müsste da wieder komplett. Ey, kein Fallschaden ist geil. Ist geil. Kann ich den Schutzhelm vom letzten Mal nicht einfach nochmal verwenden? Ich trage doch eigentlich schon sowas wie Schutz. Die Maske. Wer so eine Maske trägt, der ist auch geschützt. Vor allem. Und jedem. Wird er verteidigt? Moin. Aufgepasst. Das ist dein Spähplatz. Von hier kannst du gut die Welt ausspähen. Wer weiß, wer einen beobachtet. Alter, sieht richtig Gangster aus, ne? Der Miniboss. Aber keine Chance gegen mein Flammenschwert. Auch der Gangster-Look kann dich nicht retten. Wir sind too strong, Baby. Total overpowered. Alter, das Schwert. Da gehen alle Lichter aus. In Teilchen zerlegt. Was mit dem Fliegevieh? Bist du ein Freund? Natürlich nicht. Auf. Schau es dir Atom. An. Natürlich ist das kein Freund. Die Nacht war lang, aber bald ist sie vorbei. Die Nacht war lang, aber bald ist sie vorbei. Guter Fund. Damit das Klingeling funktioniert, müssen die Tasten in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden. Was? Moment, wie drehe ich das Ding dann? Okay, ich nicht verstehen. Ach so. Nur noch ein paar Versuche. Jetzt verstehe ich's. Mach bloß nichts falsch. So? Ach, da oben. Oh, sehe ich das erst. Ah, ich werde einen Stromschlag bekommen. Ich habe oben nicht das Ziffernding gesehen. Das kannst du nicht auswählen. Was ist hier los? Manchmal ist keine Nachricht auch eine Nachricht. Du musst die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Jo, ich hab's verstanden. Moment. So. Und jetzt noch das Innere. Ja, ist ja gut. Ich hab das oben irgendwie nicht gesehen, keine Ahnung. Was bringt das? What? Die Technologie von damals ist also immer noch hier, auch wenn ihre Nachricht veraltet ist. What? Die steht dir gut. Danke. Ist besser als mein Kram. So. Oh, jetzt wieder ganz da hoch. Spiel, ey. Ich meine, ich kann eine Schnellreise machen, oder? Nein, kann ich nicht. Wie komme ich da hoch? Sag nicht, ich muss ja wieder zum Tunnel reiten und... Ah, wieder zum Tunnel reiten und dann da hoch.
Ich habe keine Schnellreise. Gaul! Es ist zum Reiten da und kein Freund. Das ist ein Freund. Gott, bist du herzlos, Erzähler. Flatt, hör auf. Ich hab dir schon mal gesagt, ich will nicht. Akzeptiere mein Nein. Bin ich jetzt hier auf der richtigen Seite? Ja, hier ist der Tunnel, dann da hoch, dann da rum. Und dann werde ich rübergeschleudert und mach den Laden fertig. Dann haben wir den Stammeskrieg auch erledigt. Wie viele Stammeskriege gibt es denn? Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, 4. Wäre jetzt so meine vorsichtige Idee. Du musst sie da treffen, wo es weh tut. Füge ihnen so viel Leid wie möglich zu. Du bist der Hammer für ihren Sargnagel. Dankeschön. Abflug! Woo! Ist das wirklich alles, Jungs? Mal hier schön in den Saft rein. Ja, genießt ihn. Das Querschläger noch. Zack. Boah, die werden hier gerade so aufgerührt. Die haben gar keine Chance gegen mich. Du bist der Letzte. Du kannst wegrennen. Will er nicht. Tja, dann Pech. Absolut Pech. Was kann ich hier untersuchen? Das stiftet den Brand. Das stiftet den Brand, yo. Das Gras sieht aus, als wäre es leicht entzündlich. Um ein Feuer zu entzünden. Identisch. Es ist wirklich identisch. Braucht es nur einen Funken. Oh, hier, es zack. Es brennt heller als das Licht. So, hier hin. Nächste Bande. Moin, ich bin der Mann, der euch umbringen wird. Ja, genau der. Schieß alles in Stücke. Hier, easy, Alter, easy. Wow, 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 wow. Ich werde den Boss so easy zerlegen. Das Ding macht halt 2000 Damage. Teil macht einfach 2000 Armageddon Damage. Rambockler. Die besten Geschichten drehen sich um Helden. Dies ist so eine Geschichte. Da sieht man schon die Waffenschmiede und alles. Ich werde sie auf jeden Fall nicht ausrotten, mit sondern... Mit dem Rambockler solltet ihr das Tor aufbrechen können. Sie dürfen sich mir anschließen. Oh, das ist anders. Du wirst damit wahrscheinlich nur einmal kurz anklopfen müssen. Bockler voraus. Bockler voraus. Von wegen nur einmal. Dreimal, wie immer. Der Nitra-Stamm schätzt die Freiheit und will diese beschützen. Sie wollen, dass jeder Stamm eigenverantwortlich handelt. Nur wenn die Stämme vereint werden, ist ein Überleben möglich. Er hat wie so ein gehofft, Holländer. Dass es nicht so endet. Es gibt keinen Grund, warum man kämpfen sollte, anstatt sich zu vereinen. Es wäre ein sinnloser Kampf. Er meint, Sympathie allein reicht nicht, wenn du nur kämpfst. Er kann nicht zu dir halten. Da mache ich ihn platt. Das dauert doch eh nur ein paar Sekunden. Mal hier, zack. Aber coole Moves. Coole Moves, Bruder.
Ich habe nicht wirklich viel Charisma, weil ich bin böse. Böse Menschen sind immer charismatisch. Auf ihre Art. So easy, mein Freund. Der gegnerische Sifu ist bezwungen. Das Schicksal ihres Stammes liegt in deiner Hand. Du bestimmst über ihr Schicksal, doch die Folgen deiner Entscheidung musst du tragen. Er überlässt dir die Entscheidung, was mit dem gegnerischen Sifu geschehen soll. Er versteht deine Denkweise. Wo sonst findet man neue Verbündete, wenn nicht unter alten Feinden? Ob gut oder böse, du schmiedest dir dein eigenes, unumkehrbares Schicksal. Sie stehen beisammen, bis Ordnung und Stabilität wiederhergestellt sind. Er hat von den anderen Stämmen gehört. Sie haben eingesehen, dass dieser Krieg keine Sieger hervorbringen wird. Feindseligkeit ist sinnlos. So wie er es sieht, wurdest du in diesen Konflikt hineingezwungen. Dein Stamm hat den Krieg nicht begonnen, aber nun ist es an dir, ihn zu beenden. Offensichtlich war deine Art der Kriegsführung erfolgreich. Und jetzt, da die Stämme deinen Krieg hautnah erlebt haben, sind sie bereit, alles zu tun, damit er endet. Also, wirst du den Krieg jetzt beenden oder den Kampf fortsetzen? Die Kapitulation der verbleibenden Stämme annehmen, du beteiligst dich nicht an ihrer Eroberung. Du beteiligst dich weiter an der Eroberung. Aha. Gehören sie dann uns? Gut, sie dürfen... Ich meine, wenn das jetzt wirklich immer dasselbe ist, dann... Er hatte erwartet, dass du weitermachen willst. Taten sprechen lauter als Worte. Aber er wird die Kapitulation der verbleibenden Stämme annehmen. Wow, ich habe sie alle vereint. Jetzt habe ich eine riesige Armee. Und was machen wir damit? Hi! Riesige Armee. Hi. Ja. Das Imperium, Mann. Das Imperium. Also führen wir doch noch irgendwie Krieg. Gott, ich bin ein Monster. Hauptquest abgeschlossen, einigermaßen hell, der Stammeskrieg. Neue Hauptquest, der große Plan. Erobere die gegnerischen Stammeswaffen. Das ist der Netra-Kettenhaken. Cool. Nice. Okay, ich kann... Moment, zu Steinalt soll ich jetzt zurück, aber ich muss auch hier noch den Weltennascher bezwingen. Das beim nächsten Mal, die Folge war jetzt länger als erwartet. Auf Wiedersehen und tschüss!